Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Online-Workshop des WinLabs in Wildau. Das Thema diese Woche ist Betongießen mithilfe von 3D-gedruckten Gussformen. Für diese Demonstration habe ich zwei Pflanztöpfe und eine Uhr inklusive Ständer entworfen, worauf ihr bei der Konstruktion zu achten habt, wie ihr die Formen für das Gießen vorbereitet. Das anschließende Gießen selbst und das Entformen zeige ich euch nach dem Intro. Die Uhr sowie den dazugehörigen Ständer habe ich beide mit Fusion 360 entworfen. Das sind beides relativ einfache Formen, wobei ihr darauf achten solltet, dass ihr keine 90 Grad Schrägen habt, sondern überall eine kleine Entformungsschräge einbaut, damit das Teil hinterher nicht in der Form stecken bleibt und ihr es wieder herausbekommt. Die Formen für die beiden Pflanztöpfe habe ich mit Blender konstruiert, um hier ein paar interessante Geometrien auszuprobieren, die ich mit Fusion nicht so leicht konstruiert kriege wie mit Blender. Allerdings erlauben diese Geometrien leider kein zerstörungsfreies Entformen des Gussteils selbst. Das heißt, dass wir die leider kaputt machen müssen am Ende und sie nicht nochmal verwenden können. Falls ihr noch gar keine Erfahrung mit Blender oder Fusion habt, könnt ihr euch gerne einen unserer Basic-Tutorials auf unserem Kanal angucken. Die Links dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Die Gussformen habe ich alle mit unseren BCN 3D-Druckern aus PLA gedruckt und die Form für die Uhr habe ich zusätzlich nochmal aus TPU gedruckt. TPU ist ein Material, was flexibel ist und sollte deshalb vorteilhaft für die Entformung sein. Die Materialien, die wir für den Gießvorgang selbst benötigen, findet ihr alle in einem gut sortierten Baumarkt. Wir brauchen zum einen einen großen Eimer zum Anrühren, dann brauchen wir natürlich den Beton selbst. Ich habe mich hier für einen fertigen Bastelbeton entschieden. Des Weiteren brauchen wir ein Trennmittel, damit sich der Beton nicht mit der Gussform verbindet. Ich habe hier Silikonspray genommen. Des Weiteren brauchen wir eine Schaufel zum Umrühren, etwas Wasser für den Arbeitsschutz, Handschuhe, Schutzbrille und Staubmaske sowie einen kleinen Hammer. Um den Beton anzurühren, kippe ich zuerst einen kleinen Schluck Wasser in den Eimer. Danach kippe ich den Beton hinzu und anschließend nochmal einen guten Schluck Wasser und verrühre das Ganze. Bei dem Mischverhältnis von Wasser und Beton habe ich mich an die Herstellerangaben gehalten. In diesem Fall waren es 630 Milliliter Wasser auf 3,5 Kilo Beton. Das Gemisch solltet ihr anschließend so lange verrühren, bis sich eine homogene und zähflüssige Masse ergibt. Wenn ihr damit fertig seid, könnt ihr euch die Gussformen bereitstellen und sie alle ordentlich mit dem Silikonspray einsprühen. Alternativ zum Silikonspray könnt ihr auch andere ölige Sachen nehmen, zum Beispiel einfach Speiseöl und damit die Oberfläche einstreichen. Allerdings kommt ihr mit einem Spray deutlich besser in die Ecken. Achtet beim Befüllen der Form darauf, dass ihr die Masse nicht zu schnell eingießt, dass sie Zeit hat, sich zu verteilen und sich möglichst wenig Lufteinschlüsse bilden. Wenn ihr mit dem Eingießen fertig seid, solltet ihr im Anschluss noch mit einem kleinen Hammer oder einem kleinen Stück Holz vorsichtig gegen die Form klopfen, um die Lufteinschlüsse nach oben zu befördern.
Da hier alle Formen auf einem Brett stehen, habe ich zusätzlich noch auf das Blatt mit dem Hammer geschlagen, da so alle Formen gleichzeitig in Bewegung kommen. Danach solltet ihr das Ganze für mindestens 12 Stunden ruhen lassen und aushärten lassen, bevor ihr mit dem Entformen anfangt. Das Entformen der Uhr ging bei der aus TPU gedruckten Gussform relativ gut. Auch das Ergebnis ist ziemlich gut geworden. Es gibt zwar ein paar Stellen, wo die Zahlen ein bisschen rausgebrochen sind, aber andere sind sehr gut geworden. Und somit kann man sagen, dass das Ergebnis hier zufriedenstellend ist. Bei der Form aus PLA ging das Ganze nicht so leicht. Es hat deutlich länger gedauert, als ihr jetzt hier in dem kurzen Videoausschnitt seht. Auch das Ergebnis ist nicht so gut geworden. Es sind fast alle Zahlen weggebrochen und generell sind die Kanten alle sehr weggebrochen. Und das mit der TPU-Form hat deutlich besser funktioniert. Wie am Anfang bereits erwähnt, müssen die anderen beiden Formen für die Pflanztöpfe leider zerstört werden. Es ging auch bei diesem Topf hier sehr gut, da ich das bewusst nur ganz dünn gedruckt habe, die Wand im sogenannten Vasenmodus. Das hat entsprechend dann auch wenig Material verbraucht und ich konnte es ziemlich einfach mit dem Cutter einschneiden und anschließend abziehen. Bei dem zweiten Pflanztopf ging das Ganze nicht ganz so einfach, weil die Wand hier etwas dicker war und ich sie nicht so einfach mit dem Cutter einschneiden konnte. Also habe ich mir einen Heißluftföhn zur Hilfe genommen und damit das Material erwärmt, sodass es wieder weich wurde und ich es anschließend dann einschneiden und mit der Zange entfernen konnte. Wie ihr auf den Fotos sehen könnt, ist das Ergebnis insgesamt ziemlich zufriedenstellend. Bis auf die eine Uhr, wo es nicht so gut geklappt hat, sind eigentlich alle Teile was geworden. Wir können sogar bei näherem Hinschauen die einzelnen Layer vom 3D-Druck im Beton wiederfinden. Was ich beim nächsten Mal auf jeden Fall anders machen würde, ist, dass ich TPU dem PLA vorziehen würde, sofern es geht. Denn auch wenn es sich nicht ganz so gut drucken lässt wie PLA, ist es mit dem Entformen am Ende deutlich leichter und man spart sich dort eine Menge Arbeit und Mühe. Falls euch das Thema rund ums Gießen und um den Formbau interessiert, dann schaut doch gerne mal auf unseren Kanal. Da haben wir bereits ein Video zum Thema Kunststoffdruckguss und auch ein Video zum Thema Silikonguss. Abonniert gerne den Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.